Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video 5 einfache, aber sehr effektive Trolls in Minecraft. Ja, ich werde euch jetzt einfach mal ziemlich einfache, aber ziemlich nützliche Trolls zeigen, mit denen ihr schon Menschen trollen könnt. Fangen wir an. Wenn euch jemand verfolgt auf dem Berg oder aus einer Höhle heraus, kann man einfach Wasser setzen. Es ist manchmal so unscheinbar, aber ihr glaubt gar nicht, wie schwierig es ist, so einen Wasserfall hochzuschwimmen und so. Und da kann man, wenn man noch einen Bogen hat, den richtig ownen. Warte, ich mach mal hier eben Wasser. Ja toll, wenn er in der Mitte steht. Beweg dich. Kann man mal sehen, dass der ziemlich lahm nur hochkommt und nach runtergetrieben wird. In Höhlen ist es besonders fies, wenn unten in der Höhle jemand ist und man lässt Wasser oder Lava reinfließen. Ja, genau, versteck dich bei den Tintenfischen. Hoffentlich finden dich nicht die Guardians. Okay, das wär's dann zum ersten Troll. Das sieht aus wie ein Wildschweinkopf. Machen wir weiter mit dem nächsten Troll. Er erfordert kein Creative, aber er verbraucht schon ziemlich wertvolle Rohstoffe. Eine Schallplatte kriegt man nur aus Dungeons oder wenn Skelette Creeper schießen. Und für einen Plattenspieler braucht man Diamant. Naja, es ist eigentlich ganz einfach. Man vergräbt einfach einen Plattenspieler und lässt eine Schallplatte ein. Und es hat 40 Radius von Musik und ist ziemlich nervig und schwer zu orten. Vor allem, wenn man so eine Schallplatte wie C41813 einlegt. Da kommt nämlich irgendeine Gruselmusik. Machen wir weiter mit dem nächsten Troll. Und der erfordert wirklich Creative oder gut angewandte Kennung oder so. Nämlich einfach alles mit Silberfischstein zumauern. Angenommen, ihr habt die Mine eines Users gefunden, die zum Beispiel so aussieht. Genau so ähnlich, nur mit Fackeln und so. Dann macht ihr einfach am Ende ganz viele Silberfischblöcke und so. Kleiner Tipp, wenn du im Creative bist oder du hast Spawn-Eier von Silberfischen, dann kann man sie auch einfach hier spawnen. Sie werden in die Steine reinkrabbeln. Und wenn dann der Miner kommt, oh. Der kommt dann so, ich demonstriere es mal. Lalala, wieso baut das so lange? Oh nein, Silberfische, die werden mich jetzt allesamt töten. Und wenn man einen Silberfisch was zu Leide tut, spawnen neue. Ja, genau. Wow, wow, wow. Genau davon habe ich gesprochen. Und, ouch. Shit, shit. Okay. Ja, das kann dann schon ziemlich scheiße sein. Vor allem in der Höhle, wo man nicht flüchten kann. Okay. Dann kommen wir auch schon zu den beiden letzten Trolls. Erstens, wenn du siehst, dass jemand an der Werkbank etwas baut, dann bau die Werkbank einfach ab. Dann wird die Items, die in der Werkbank drin lagen, einfach zu Boden fallen, man kann sie klauen. Das ist ziemlich nervig und sehr effektiv. Das ist sehr effektiv. Pikachu setzt Donnerschock ein. Nee. Und nur zum letzten Troll. Den habe ich auch gerne benutzt, weil ich ja immer in den Hungerproblemen bin. Naja. Und zwar, wenn man jetzt, das funktioniert vor allem gut auf Servern, Protection hat und man braucht unbedingt was zu essen, kann man einfach bei anderen Spielern auf das Weizen oder auf die Melonenstämme draufhüpfen. Aber wenn so ein Block drüber ist, geht das nämlich nicht so gut. Da muss man schon Übung haben. Aber es ist nicht unmöglich. Und ohne kann man einfach dui, dui, dui machen und ja. Ich krieg natürlich den Smaragd wegen den Samen. Ja, das wären jetzt 5 effektive, aber einfache Trolls. Ja. Und ich habe einen neuen Skin. Ja, das Einzige, was ich verändert habe, ist, dass ich jetzt so ein Creeper-Face drauf habe. Das fand ich schön. Weil mir das A-Punkt zu langweilig war. Ja, toll. Das wollte jetzt jeder wissen. Ja, und dann noch gute Nacht. Oder guten Morgen, je nachdem. Ciao.